der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal von Aisha radiallahu anha, bint as-Siddiq, gefragt wurde über die Aya. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und diejenigen, die von dem ausgeben, was sie von Allah bekommen haben als Versorgung, als Rizq, das sind diejenigen, deren Herzen erbeben aus Furcht, wenn sie nur daran denken, zu ihrem Herrn zurückzukehren. Dann fragte Aisha radiallahu anha, مَنْ هَؤُلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Wer sind diese Leute? قَالَ, weil sie dachte etwas anderes, sie hat eine andere falsche Annahme gehabt, قَالَ, هَذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يُصَلِّ وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Das ist der Mann, der betet und fastet und auch spendet, und er hat Angst, dass diese Taten nicht von ihm angenommen werden. Subhanallah. Welche Gnade Allah azza wa jalla manchen Leuten gegeben hat, dass sie so viel an guten Taten machen und trotzdem denken sie, es ist nicht genug, und sie fahren fort. Höre zu, sie fahren fort mit den guten Taten und hören nicht auf, diese guten Taten zu machen, in der Hoffnung, dass während sie eine gute Tat machen, Allah ihre Seele nimmt. Schaut, was das für ein Unterschied ist zwischen den Sündern.